Hallo Leute, wir sind's wieder von Gaming Crowd HD und heute wollte ich euch mal eine komplett automatisierte, Solarpanel-Herstellung zeigen. Von den Erzen bis zum fertigen Solarpanel. Ihr seht hier schon eine, naja, lange Reihe, sage ich mal. Und was brauchen wir denn dafür? Also wir brauchen erstmal, zum Beispiel brauchen wir Tin-Ohr. Nehmen wir uns gleich einfach mal hier, wenn wir es finden, einen ganzen Stack. Dann brauchen wir natürlich Copper. Nehmen wir uns auch gleich mal ein ganzes Stack. Und jetzt die Musik wieder viel zu laut. Egal. Nehmen wir uns auch Sticky Resin. Stack. Dann brauchen wir Cobblestone. Einfach mal zwei Stacks. Redstone. Nehmen wir auch mal zwei Stacks. Genau, was bräuchten wir denn noch? Muss ich mal gerade überlegen. Ja, ich glaube, das müsste es eigentlich gewesen sein. Ja, nee, Eisen. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Iron. So. Und ja, dann müsste das eigentlich alles sein. Ach, und Kohle noch, stimmt, für den Coal Dust. Da reicht auch ein Stack. Gut, und dann tun wir das einfach alles in die Kiste. Hier. Blub, 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 blub. Ja, ich denke, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich habe das auch alles mit Goldpipes gemacht, damit es ein bisschen schneller geht. Ich erkläre das jetzt einfach mal ein bisschen. Hier wird sortiert. Rot kommt Cobblestone, Redstone und Sticky Resin, weil Redstone und Cobblestone, also nur die Hälfte vom Cobblestone, soll zu Sand werden und die andere Hälfte brauchen wir halt für die Iron Furnaces. Deswegen sieht man auch Sticky Resin, geht hier in den Zentrifugen-Extractor, der schon voll vorgeheizt ist und der Redstone, der Cobblestone geht hier weiter. So, dann erstmal hier haben wir ein Diamantpipe mit fünf verschiedenen Ausgänge sozusagen, haben wir alles an einen anderen Maceraider angeschlossen, wo das dann hier nacheinander reinkommt. Wie wir hier sehen, wird zum Beispiel gerade Tin durchgemaceratert, hier drüben auch Copper. Ja, und hier kommt auch schon das Rubber raus. Genau, dann geht das hier weiter. Erstmal in eine Kiste, die ist jetzt unnötig, aber egal. Dann wird es hier weiter gepumpt in ein weiteres Diamond Pipe. Da wird Coal Dust und Rubber raussortiert. Und Tin Dust, Iron Dust und Copper Dust und Sand bleiben drin, weil die ja jeweils in den Ofen sollen. Der hat ja zwei Slots, deswegen immer zwei verschiedene Erze pro Ofen. So, und Coal Dust und der Scrubber soll ja nicht in den Ofen. Deswegen kommt das hier wieder in den Zwischenspeicher von der Kiste sozusagen. Von hier drüben kommt noch der Redstone und den Cobble, den wir nicht gebraucht haben. Und dann geht's hier wieder weiter. Da wird der Cobble nach grün. Hier werden daraus Öfen gemacht in dem Auto-Crafting Table. Und der ganze Rest geht hier lang. Dann wird hier abgezweigt. Da geht alles außer Eisen. Also ein Teil vom Eisen geht hier lang und ein anderer Teil hier, weil wir ja Refined Iron brauchen. Deswegen haben wir hier nochmal einen Ofen. Und hier kommt Copper und Rubber raus. Und das andere geht weiter, weil hier stellen wir die Copper Cable her. Ihr seht hier, alles schon voller Copper, aber hier fehlt noch das Rubber. Das kommt dann noch. Das wird dann aus der Kiste rausgepumpt, wenn das dann dran ist. Das können wir auch beschleunigen. So, jetzt erstmal das Rubber dann dran. So, jedenfalls, hier sind die Öfen. Dann geht es hier weiter, Eisenpipes, damit sich das nicht überlappt. Ja, dann ist hier wieder so eine Art Zwischenspeicher. Hier wird dann wieder weiter gepumpt. Hier sehen wir, hier kommt Eisen und die Öfen kommen in den Auto-Crafting Table. Da bekommen wir Eisenofen. Und ja, der Rest geht halt hier rum. Da kommt dann auch das Refined Iron noch, was wir jetzt gekriegt haben. Wieder in eine Art Zwischenspeicher, der unnötig ist. So, dann wird hier Tin, Eisen, Coal Dust, Copper Cable, Glas, Iron Furnace und Redstone wird hier rausgefiltert, aber nur ein Teil des Redstones, weil da brauchen wir noch Refined Iron und Copper für hier, weil wir hier Electronic Circuits herstellen. Jetzt machen wir gerade Tag. Und ja, und ein bisschen Refined Iron geht auch noch hier rum, weil wir das dann später noch brauchen. So, der andere Teil geht nach hier. Da geht wieder ein bisschen, nämlich Tin, Copper Cable und Redstone nach hier, wo wir Batterien herstellen. Ja. Und hier, genau, hier geht dann einfach der Rest lang. Wieder mit Iron Pipes, damit das hier nicht reinkommt. Hier kommt schon der erste Electronic Circuit. Wird hier in die Zwischenspeicher wieder. Dann geht der, also nur Batterien, Refined Iron und Iron Furnaces, gehen nach hier in den Auto Crafting Table, wo wir Generatoren herstellen. Und der Rest geht hier außen rum. Jetzt hüpft hier das Rubber wie wild raus. Warum? Ach so, weil es schon voll ist. Ja, kein Ding. Dann warten wir halt und legen das einfach nochmal dann hier in die Kiste. Brauchen halt erstmal ein bisschen Eisen. Egal. Also Überproduktion. Wir schwimmen in Sachen.
Egal, ihr seht, das Glas geht zum Beispiel hier außen rum, kommt in den Speicher und kommt dann auch schon in die letzte Automatic Crafting Table, wo schon der Coal Dust, Glas und hier unten noch nichts von drin ist. Und hier werden dann die Solarpanels gemacht. Wenn das dann hier alles durchschmilzt, ich sammle mal gerade die ganzen Kabel hier auf, die wir zu viel produzieren. Wir sind reich an Kabeln. Die legen wir einfach nochmal. Ja, wo legen wir die denn mal rein? Wo werden die denn hergestellt? Hier werden die hergestellt. Das heißt, da legen wir die einfach nochmal hier rein. Brauchen wir später bestimmt auch nochmal. So, jedenfalls pumpt das jetzt hier alles durch. Wie ihr seht, hier werden schon die Eisenöfen hergestellt. Der jetzt auch hier lang geht. Der kommt dann hier rein. Ah, tut mir leid, ich bin ein bisschen erkältet. Oh, hier liegt auch noch ein einsames Kabel rum. Forever Alone. Und das tun wir einfach auch wieder hier rein. So. Hier sind jetzt nicht zu viele Kabel. Hier fehlt jetzt ein Redstone für eine weitere Batterie. Die wird jetzt gemacht. Also werden hier auch jetzt schon fleißig Generatoren gemacht. Ja, wenn wir genug Iron Furnaces hätten, jetzt haben wir natürlich zu viele Batterien. Da muss man halt gucken. Passiert halt. Aber egal. So, die Iron Furnaces werden ja nämlich genau hier vorne hergestellt. So, haben wir jetzt gerade zu wenig Eisen scheinbar. Jetzt können wir mal hier vorne gucken, wie weit wir denn sind. Ah, genau, die Kiste ist schon mal leer. So, die Kiste ist auch schon leer, also sind wir schon ziemlich weit. Ja, klar, hier wird jetzt gerade erst das ganze Eisen produziert. Müssen wir halt gucken, wie man es vorne in die Kiste einlagert, damit das vielleicht noch ein bisschen schlauer ist. Genau, jetzt wird das ganze Eisen da vorne schon rausgepumpt. Teilweise zu Refined Iron, teilweise nicht. Und, ja, genau, hier fliegt wieder das Kabel wie wild durch die Gegend. Aber egal, wen interessiert's. Hier werden fleißig Batterien gemacht. Wir nehmen einfach mal ein bisschen Kabel raus. So, Batterien haben wir ja auch noch ein paar übrig sogar. Ja, hier sind genug drin. Jetzt kommt der erste Ofen. Das heißt, es wird ein Generator gecraftet gleich. Ah, da kommt er. Haben wir schon. Ach, da sind schon welche. Und hier fehlt gerade ein Electronic Circuit, wie es scheint. Und wir haben schon, also sieben waren schon drin, wir haben schon wieder sieben Solarpanels gekriegt. Also ja, und zum Beispiel auch jetzt mal für alle, die das Megaprojekt schauen. Ich denke, jeder guckt das Megaprojekt im Moment. Und ja, zum Beispiel auch als Vorschlag für Spark einfach mal. Er braucht so viele Solarpanels, er will ja ein HV-Solarpanel. Einfach mal als Vorschlag. Kann man bestimmt auch noch kompakter bauen. Das hier drüben ist natürlich übertrieben mit der Energie. Aber naja. Gut, ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Und ja, gut. Und hier wird schon gleich das nächste gemacht, wenn wir wieder ein Electronic Circuit haben. Ja, gut. Alles klar. Ich denke mal, ihr habt das bestimmt verstanden. Kabel haben wir ja noch so. Es wird bestimmt der nächste. Genau, hier kommt der nächste. Und noch einer. Kann ich euch gleich nochmal Sprachfehler demonstrieren. Es kommt dann wieder hier lang. Wir spritzen wieder Batterien raus. Und ja. Genau, werden die Solarpanels gemacht und ja, das war das Prinzip. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.